Auf dem Brucker Hauptplatz ist immer was los. An einem sonnigen Tag wie dieser konnte man sich abkühlen oder italienische Spezialitäten verkosten. Beides war möglich. Und Motivationstrainer und Hochradakrobat Franz Josef Schützenhofer stärkte sich auf Italienisch, bevor er den Murradweg in Richtung der steirischen Stadt weiterfährt. Wir haben da einen italienischen Stand. Das sind meine eigentlich, ich komme aus Fraunleiten. Ursprünglich bin ich von Istrien, spreche aber sehr gut Italienisch und ich helfe meinen Freunden, die Frau Jessica Russo und Herr Rosario Vassapolo. Wir haben uns kennengelernt und wir haben gesagt, wir schauen so zu Gemeinde, wie das funktioniert. Was wir heute da haben, das sind eigentlich italienische Produkte. Und wir haben uns einige erklären lassen. Das sind eigentlich getrocknete Tomaten in Melanzani eingewickelt und dann halt in Öl aufbewahrt. Da haben wir zum Beispiel getrocknete Tomaten in Olivenöl eingelegt. Das wird sehr gern gegessen, eigentlich von Österreich. In jedem italienischen Lokal wird das angeboten und somit bieten wir das auch an. Da haben wir Knoblauch, der ist so mit besonderen Gewürzen gewürzt, so wie wenn man normal Knoblauch isst, man sagt immer, man stinkt danach. Wenn man dieses Knoblauch isst, dann hat man keinen Mundgeruch. Da passiert gar nichts, weil da sind Gewürze dabei, was das verhindern, sagen wir mal so. So, da haben wir eine ganz besondere Sorte von Oliven. Das sind schwarze Oliven im Backrohr gebraten mit Salz. Das ist nicht jedermanns Sache, aber es ist doch eine andere Spezialität. Wenn man die anderen Oliven kennt, vielleicht kann man die probieren und dann vielleicht schmeckt es auch. Das ist ein typischer Prosciutto von Casa Modena. Prosciutto crudo, das heißt trocken eigentlich, was wir alle heute gern haben und gern essen. Dann haben wir hier die Salsiccia. Das ist so eine typisch italienische Wurst, ein bisschen fetter. Kann man sogar mit Eier rühren und die Salsiccia reingeben in der Pfanne. Das ist so eine typische istrianische, italienische Spezialität. Jedenfalls war es sehr interessant, etwas über italienische Spezialitäten zu erfahren. Ganz besonders für jene wahrscheinlich, die einen Italienurlaub geplant haben.